Hallo Defiance-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Defiance-Let's Play. Ja, das letzte Mal, da habe ich mich, glaube ich, da hinten ausgeloggt. Ich bin hier nur vorgegangen, habe ein bisschen Gerümpel verkauft und da gucken wir jetzt hier mal rein, weil hier in dieser kleinen Pommesbude gibt es gerade ein Sonderangebot. Ich hoffe mal, das Ding gibt es jetzt noch, wenn jetzt alles gerade ganz kurz hängt. Das ist aber, wie es aussieht, nochmal. Ich habe hier nämlich so einen Kampf, ne, Bolt-Action... Das Ding hier, Explosionsgewehr, ist ein Sturmgewehr und hat ein bisschen Rückstoß weniger, das heißt, es ist auch schon gelb. Weil mir ist nämlich aufgefallen, unser Gewehr, was wir derzeit haben, das kann es eigentlich in die Tonne treten. Das war viel zu wenig Damage und 1000 Kröten, 1000 Scrip haben wir locker über. Und ich würde mal sagen, wir kaufen das Ding einfach mal. Willst du wirklich kaufen? Ja, klar will ich das kaufen. So, jetzt rüsten wir das Ganze erstmal aus. Wir müssen hier ein bisschen wieder mal aufräumen. Aus der Outbreaker machen wir diese da. Was natürlich nicht geht. Kann man hier nicht einfach... Wir machen da mal... Ach Leute, es geht hier los. Der Tom und das Inventar. Machen wir das mal hier rein. Dann machen wir hier die Dings rein. Warte mal, jetzt muss man nachdenken. Die Outbreaker ist jetzt eine Primärwaffe. Das will ich aber nicht. Ich möchte jetzt hier... Möchte ich jetzt irgendwas reinmachen. Die Subkarabiner. Genau, jetzt können wir hier das Sturmgewehr reinnehmen. Dieses da und das Secondary, diese da. Genau. Ich denke mal, das ist ganz dufte. Was können wir mit diesem Gewehr machen? Ich hoffe mal, wir haben noch ein bisschen was. Nein. Ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Hier möchte ich rein Mods anbringen. Einen Schaft haben wir und ein Magazin können wir anbringen. Haben wir alles nicht? Magazin haben wir auch nichts. Gut, gibt's da vielleicht hier irgendwas? Ich will mal eine Waffe mal richtig schön pimpen. Was haben wir hier? Kann an BMGs angebracht werden. Van Bach Industries Schild, das ist schlechter als unseres. Haufen Waffen und das war's. Mehr ist es nicht. Gut, testen wir unsere neue Waffe mal. Wie sieht sie denn eigentlich aus? Okay, verzieht doch ganz schön. Aber funktioniert schon. Und es ist halt ein Sturmgewehr. Wir haben am Anfang auch viel mit Sturmgewehren rumgeeiert. Und ich denke mal, deswegen haben wir jetzt auch schon diesen Bonus mit weniger Rückstoß. Halt. Wir machen mal heute die Hauptmission ein bisschen weiter. Was haben wir hier Schönes? Nebenmission. Rindschweine riechen nicht. Ach, kommt. Ich wette, dass sie doch riechen. Das Ding hört sich auch wie so ein kleiner Toaster hier. Wie gewohnt, wenn es Stress am Straßenrand gibt, bin ich der Letzte, der vorbeifährt. Ich sehe schon, der Stress ist, wie es aussieht, gerade vorbei. So, Rindschweine riechen nicht. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ungefähr ein Dutzend Rindschweine werden für den Transport zu den Farmen in Sausalito fertig gemacht. Was für ein Ort. Allerdings hat jemand vergessen, Hellbark-Abwehrmittel auf einige Käfige zu sprühen. Ich weiß nicht, wie zum Teufel das mein Problem wurde, aber es wäre verdammt hilfreich, wenn du das Abwehrmittel auftragen könntest, damit die Rindschweine und die Fahrer eine bessere Chance haben, die Fahrt zu überleben. Mach mal. Ich weiß, wohin wir müssen. Das ist gut. Los. Wo geht's hin? Hä? Zum Briefkasten? Bin ich aber schon fertig, oder was? Ich habe das Ziel markiert. Aha. Das war jetzt vorher, was war das? Haben wir erstmal einen Liebesbrief abgegeben, oder wie? Also hier fahren schon sehr viele mit einem Dodge und sowas rum. Also ist, bei MMOs ist das typisch. Leute, die viel Zeit investieren, bekommen natürlich auch vom Level her... Das sieht gar nicht gesund aus. Oh oh. Okay, die Waffe gefällt mir. Alles andere gefällt mir gerade nicht. Oh, das wird gut Punkte geben. Das sage ich euch jetzt schon. Die Eier müssen erst mal weg, weil aus den Eiern schlüpfen die ganze Zeit die Typen. Ja, kommt da gleich. Ich kann dich auch nicht aufheben, wenn du hier einfach vor den Typen rumliegst. Ich brauche hier ein wenig Hilfe. Du hast mich wieder auf die Beine gebracht. Weg mit dir. Achtung, das ist ein Hinterhalt. Wer hätte das gedacht? Hier sind, hätte ich dich nie gerufen. Da kommen noch mehr Hellbugs.
Gut, das Gewehr rockt auf jeden Fall. Die 1000 Scrip haben sich gelohnt. Weil wir einfach dauerhaft draufbleiben können. Der da hinten muss weg. Nur die Nachladezeiten sind halt bitterböse. Die sind viel zu hoch. Stirb! Oh, verzieht das Ding. Alter Schwede, wie viel Muni haben wir noch? Ich hab das Gefühl, die Waffe frisst Muni zum Frühstück. Ist das ein krasses Gemöre hier. Ey, ihr müsst auch schon bitte was machen hier. Aufstehen. Hoch mit dir. Gut, die Eier müssen weg. Kostet es was wolle, die Eier müssen weg. Da kannst du auch mal schön ein bisschen rumsprühen hier. Quer in der Walachei. So, viele Eier haben wir nicht mehr. Gab es nicht so ein Spiel, wo so eine lustige Fehlermeldung drin war? Sie haben keine Eier mehr? So, das soll es doch fast gewesen sein. Auch wenn ich dem Frieden noch nicht ganz so traue. Hier kommt noch was Großes, oder? Fragezeichen. Knapp vorbeige... Bleibst du hier? Das muss noch weg. Oh, hier blubbern noch einige Quellen rum. Danke, Archenjäger. Deine Unterstützung wird erwähnt werden. Ja, das will ich hoffen. Es war nämlich eine ganz schön Schweinearbeit hier. Du hast keine gute Tat abgeschlossen. Naja. Gut, 5 Proben haben wir. Noch 5 Proben brauchen wir. Und dann sind wir da mit dieser Mission auch ein Stück weiter. Eine Mission, die wieder aus wie beim letzten Patch reingekommen ist. Ja, bei mir ist immer noch derselbe Tag wie bei der letzten Folge. Ich nehme einfach mal ein bisschen was am Stück auf. Weil ich habe ich habe ein bisschen Urlaub und deswegen dachte ich mir mal, erwirtschafte ich mir einfach mal wieder mal ein kleines Polster. So macht das Ganze eigentlich auch ein bisschen mehr Spaß, wenn du einfach ein paar Folgen am Stück mal aufnehmen kannst. Ich meine, bei anderen Spielen, wo du echt immer noch, eine Folge spielen kannst, weil du dann fertig bist mit Nerven. Da gehört aber die Feins definitiv nicht dazu. Und solange es läuft, so wie jetzt. So, was müssen wir da jetzt hier machen? Schweinchen einsprühen. Ja, ihr stinkt ja schon hier. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Das war alles? Wegen dem einen Schwein bin ich hierher gefahren? Was ist mit dem anderen? Die stinken nicht, oder wie? Naja, okay. Das ist so typisches Chefgerede. Ja, guckt euch die Autos an. Ich sag nichts dazu. Ja. Es ist zwar mein Problem, ich mach's aber jetzt zu deinem Problem. Naja. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Ja, da haben wir ja richtig Glück, dass wir das Schweinchen noch vorm Transport irgendwie erwischen. Ansonsten hätten wir hier Parasiten auf dem Kahn gehabt. Und das muss nicht unbedingt sein. Schmerzmittel. Du gehst verdammt hart zur Sache. Gute Arbeit. Ich hab total hart gespritzt, jawohl. Ziel Wiederherstellungssystem. Schauen wir doch mal, ob wir da mit unserer Waffe bitte was anfangen können. Wir haben dieses Ding. Mod anbringen am Magazin und Schaft. Schade, schade. Können wir die andere Waffe vielleicht ein bisschen pimpen? Hat die irgendwelche Slots? Sieht nicht so aus. Nee. So. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Also da würde ich mir echt noch wünschen. Doch, hier Ziel. Mod anbringen. Lauf. Der lange Lachs. Können wir auch nicht draufpacken. Okay, dann eben nicht. Gut, nächste Mission hier. Wieder falsche Taste. Ich habe aber auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Was gibt's hier? Bis zum Hals im Pupu. Rinder. Moped her. Wir haben keine Zeit. Meine Abonnenten wollen Action sehen. Und nicht wie der Tom nur von A nach B eiert. Oder ich dank des leistungsstarken Motors nicht den Hügel hochkommen. Ich will aber hier hoch. Ich will, ich will, ich will. Wie so ein kleines Kind. Ich werfe mich gleich auf den Boden und stampfe rum und dann. Oh, davon gibt es aber schon wieder Stress hier. Was ist denn hier los, Leute?
Gibt's hier Ärger im Revier? Erst die Eier weg. Erst die Eier weg. Hier kommt am Ende wieder Monarch. Das wissen wir jetzt schon. Alter Schwede. Die Flattermänner müssen runter. Komm schon hier. Wahnsinn, weißt du gerade, wo du zuerst hinballern sollst? Überall sind Viecher. Granätchen erstmal raus. Also ich denke mal, die 100 Hellbugs, die sollten wir relativ schnell zusammenkriegen, die Mutierten. Nein! Das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Wir müssen echt ein bisschen mehr aufpassen. Komm schon, hör auf mich zu verfolgen, hör auf mich mit Feuer voll zu spucken. Oh, und schon wieder. Der ist auch weg. Die Halbzeit, was Hellbugs töten angeht. Ja, die Viecher anlocken und dann nichts machen, oder wie? So. Hier. Freiheit oder Tod! Darfst du selber raussuchen, ob Freiheit oder Tod, mein Freund. Erstmal Muni aufheben, ist ganz wichtig. Aber wir hatten heute noch gar keinen richtigen, bis auf das Schild. Das habe ich übrigens verkauft, was ich bekommen habe. Ich drücke vor. Ja, man sieht, du gehst spazieren, du Kunde. Das war aber Crap. Das war deutlich schlechter als mein aktuelles Schild, weil mein Schild stellt sogar Lebensenergie her. Oh, die gehen jetzt einfach mal spazieren und kämpfen woanders ein bisschen weiter. Ja, yeah, das sollte reichen. So. Kommt jetzt der Oberchecker der Nation noch hier, oder? Da ist er. Ich orte starke seismische Aktivitäten. Sei auf alles gefasst. Ein Mutierter diesmal. Oh, scheiße, der hat's nur auf uns abgesehen. Der wird uns das ein oder andere mal rund machen, würde ich ja behaupten wollen. Ey, wo bist denn du? Ich glaube, die Phasen, wo der seinen Bauch hochstreckt, sind genau die Phasen, wo wir Damage reindrücken müssen. Müssen wir mal ein bisschen trollen, das Viech. Ja. Und das sind genau die Phasen, wo wir tierisch auf den Sack bekommen. Weg hier. Und schön, wir glitzern wieder mal den. Oh, das hat weh. Nachladen. Leute, wir machen 9 Damage mit dem Gewehr. Aber immer noch mehr als wie mit dem anderen Gewehr. Wo bist du denn? Naja, wir müssen ihn halt ein bisschen. In der MMO-Sprache sagt man, du musst ihn grinden. Das heißt, du bewegst den Gegner. Du ziehst ihn immer schön irgendwo durch die Gegend. Während die anderen eigentlich Damage drauf machen. Das heißt, einer hat Aggro, da rennt das Viech immer hinterher und die anderen machen Damage drauf. Ja, schön. Den kriegen wir platt, Leute. Was aus der Hüfte. Ah, wir kriegen Verstärkung. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. Komm schon. Fall um, du hässlicher Krabbelkäfer. Nein, ich will den Kill haben. So. Fantastisch. Danke. Lass uns das nochmal machen. Ja, das werden wir noch oft genug machen, habe ich das Gefühl.
Gut, geldmäßig sieht es ein bisschen ärmlich aus. Hier haben wir wieder mal gar nichts bekommen. Zumindest ein bisschen was, ein bisschen Muni noch. Lass ich Muni nehmen wir mit. Okay, Bitte? Bleibt liegen. Ist mir jetzt egal. Ich schalte die Raiders aus. Ich wollte eigentlich zu unserer Mission eiern. Moped her, weiter geht's. Naja, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. War das Geld? Wer den kleinen Script nicht ehrt, ist der. Ja, das ist genau einer. Super. Als hätte ich es schon geahnt. Also auch allgemein relativ ruhig hier. Vielleicht haben da schon viele Spieler gesagt, ah, wir protestieren jetzt. Wir spielen nicht mehr die Files, nur weil ihr die ganzen Leute raushaut. Aber naja, warten wir einfach mal ab. Also ich werde mit dem Season Pass Kauf definitiv warten. So lange bis feststeht, was mit den ganzen DLCs jetzt passiert. Weil der Season Pass, den es da gibt, diesen Online Pass, wie auch immer das Ding geschimpft wird, da bekommen sie die DLCs eine ganze Ecke günstiger und noch ein bisschen Ausrüstung für deinen virtuellen Soldaten. So, bis zum Hals. Die Republik Erde hat eine Mission, die erledigt werden muss. Und zwar von einem Außenstehenden. Wie immer. Das sind nämlich wir. Wir haben versucht, unsere Außenposten unbemerkt mit Nachschub zu versorgen und dafür alle verfügbaren zivilen Transportmittel und Fahrzeuge der Republik der Erde benutzt. Der Republik der Erde. Auch nicht schlecht. Eine der erfolgreicheren Methoden war der Wasserweg, aber die Raiders haben es geschafft und was eines unserer Boote gekidnappt, die Schweine. Zu einem Überfluss war da hochexplosive Info. Was? Hochexplosive Info an Bord? Ah, hä? Da fehlt da auch ein Wort, oder? Ich bezweifle, dass die Raiders wissen, was sie da haben, aber du musst die Info zurückholen, bevor sie es herauskriegen. Ja, selbstverständlich. Wo müssen wir hin? Igo, rede zu mir. Danke. Gibt's hier vorne wieder Streit? Braucht ihr einen Tom? Feindgesichtet! So, wo ist der große Monarch? Den nehmen wir auch noch mit, den nehmen wir mit. Ich orte starke seismische Aktivitäten. Sei auf alles gefasst. Der wird nicht allzu lang leben, würde ich mal sagen. Nehmen wir alles mit. Boah, Leute, was hier alles drauf fliegt. Ihr seht das schön, hier hat ein anderer jetzt Akku. Ich finde es immer noch strange, wie viele Waffen es in dem Spiel gibt. Guck dir mal an, der schießt mit Raketenwerfer. Ich suche Deckung! Deckung! Komm, Überladung, werde fertig! Der ist gleich weg. Aber 9 Damage ist echt ein Witz, oder? Jawohl. Ich kann sie nicht bewegen! Feindgeschichte! Sind das Raiders? Weg mit den Spinnern! Bist denn du der für einer, hä? Eins aufs Kinn oder wie? Oh, okay, aufmunitionieren, weiter geht's zur Mission. Erstmal alles nachladen. Das MG ist ganz gut, aber. Ich habe wie immer das Gefühl, dass wir viel zu wenig Schaden machen. Wir müssen Material bekommen. Ich muss nachladen. Juhu. So, wir sind von der Bootsbehörde. Uns wurde gesagt, sie haben ihr Deck nicht geschrubbt. Hier passiert ja gleich wieder was ganz Böses, was Schlimmes. Sammle Infos. Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. Oh. Halt mir den Rücken frei, ich muss da. Da fliegt ja gleich das Rohr aus der Hand, mein Freund. Okay. Ich glaube, wir müssen das Ding jetzt wieder zurückbringen, richtig.
Also man sieht aber auch, dass die Leute mit dem hohen Leveln, dass die sehr wohl noch diese Mission hier machen. Also wie zur Hölle kommen die an die großen Level? Boosten die irgendwie? Gibt's sowas? Ja, abgesehen von dem Richtig-Geld-Boost, gibt's ja wohl. Es gibt ja eine legale Methode, wie du hier schneller an Geld und sowas kommen kannst. An Erfahrungspunkte und Scrip und grüß dich und hast nicht gesehen. Gab's nicht eigentlich auch eine Hupe hier? Ja. Das Moped überzeugt mich nicht. Ich will endlich mal was Größeres haben. So. Schnell die Info in den Briefkasten gepackt. Das sieht aus wie Iron Man. Die Erde einen großen Dienst leisten. So. Schusskatalysator. Was ist denn ein Schusskatalysator zur Hölle? Das will ich jetzt wissen. Wo haben wir denn unser gesamtes Inventar zum Teufel? Wir machen das mal anders. Wir machen das wieder so wie gewohnt. Wählen einen Gegenstand aus. Aber das dürfte nicht ein Schaft. Ein Magazin ist es nicht, oder? Ne. Ein Schaft wird es auch nicht sein. Ne, dann ist es uninteressant für mich. Gut, auf geht's. Nächste Mission. Was gibt's denn hier Schönes? Lockbox, Händler. Also Mission, ihr seht das schon. Ohne Ende. Ohne Ende Mission. Wir dümpeln immer noch hier oben rum. Was ist hier? Nebenmission. Man muss ein paar Eier zerbrechen. Das ist genau meine Meinung. Moped her, komm schon. Das ist aber auch ein hässlicher Kahn. Aber egal. Was soll's. Nehmen wir mit. Zumindest ist er schnell so vom Gefühl her. Wheelies müsste man noch machen können. Und ein Radio braucht das Ding. Ganz dringend ein Inselradio. Ist ja zurzeit in jedem Spiel ist ein Radio drin. Also warum nicht hier? Ich will ein Radio haben. Aber ich will, ich will, ich will. Ich glaube, da können wir... Was gibt's hier? Gibt's einen Streit? Oder ist bei euch alles okay? Verdammt, hol mich hier raus! Ich wieder... brauche Hilfe! Bitte! Ja. Wieder die Mission geschafft. Warum auch immer. Also geschafft nicht. Ich weiß gar nicht, EP haben wir dafür jetzt ja auch nicht bekommen. Achsbruch. Nistplatz. Auch nicht schlecht. Selten ein gutes Zeichen, wenn wir genau dahin gehen, wo die ganzen Eier stehen. Das riecht nach oft sterben. Aber die Feinds, wenn ich jetzt hier so spiele, muss ich nach wie vor sagen, das ist ein Spiel... Was ich mir auch sehr gut nach wie vor vorstellen kann, einfach mal einen ganzen Abend mal durchzudatteln. Einmal mit ein paar Leutchen zusammen. Die Republik Erde hat eine Mission, die erledigt werden muss. Ja, schon wieder. Und zwar von einem Außenstehenden. Ich weiß nicht, warum sich die hohen Tiere der Republik Erde dafür interessieren, aber sie gehen mir... Was? Sie gehen mir wegen irgendeiner blöden Forschung auf die Nerven. Sie wollen Flüssigkeitsproben der Hellbug-Embryos und das sofort. Am besten gestern, denke ich mir mal. Wenn du ein paar Käfereier findest, damit ich die Proben nehmen kann, die sie haben wollen, ja, dann finde ich auch ein, was, dann finde ich auch ein paar Scripts. Also entweder ich habe Deutsch verlernt oder ich kann nicht lesen oder da fehlen ab und zu ein paar Worte, damit die Sätze teilweise Sinn ergeben. So, hier müssen wir es nach Eiern suchen. Wir müssen einige Objekte einsammeln. Blöder Krabbelkäfer. Okay. Ich glaube... Ah, das war so klar. Ich glaube, hier wird es noch einige Krabbelkäfer geben. Ein so ein Vieh muss definitiv. Das hat gesessen. Und da ist was Grünes getroffen. Ein so ein Vieh muss mit einem Magazin auf jeden Fall fallen. Das geht nicht anders. Was Grünes. Eine Scattergun. Nehmen wir nochmal mit. Bitte nichts, bitte nichts, bitte nichts.
Wir müssen einige Objekte einsammeln. Ja, also muss ich ein paar Objekte töten. Das war's schon. Okay. Noch ein Ei. Gefällt mir alles nicht. Ist mir alles ein bisschen zu heiß hier hinten. Put. Schnell weg. Es gilt, jede Menge Vorräte anzusammeln. Oh. Ah, ich hab wieder... Ich hab Moonboots an. Der ist weg. Und ich bin leider auch weg. Aber... Okay, auf Distanz ist die andere Waffe einmal ein bisschen besser, weil die nicht so verzieht. Guck mal an, ich mache da 52 Schaden. Wie habe ich wieder andere gemacht? 4? Da stimmt doch was nicht, oder? Oder habe ich einen Sehfehler? Muss ich ja nochmal gucken. Aber die Schussfrequenz ist halt dafür bitterböse. Die eine macht halt mehr Damage. Habe ich die andere jetzt nachgeladen? Lade ich auch nochmal nach. Sicher ist sicher. Okay, Hammer. Gut, mal gucken, jetzt kommt was ganz Großes. Oh Gott. Renn. Wir haben alles. Gehen wir zurück. 4! Okay. Die müssen noch weg. Aufgestanden. Das Ding war weg. Aber hier kommt noch einer. Der ist auch weg. Also 4 Damage ist ja mal echt ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Ja, ich schicke dir, ich pippi jetzt in die Flüssig, in die Röhrchen rein hier und dann kriegst du die. Per Post kriegst du die. Auch nicht schlecht, ich kann rückwärts Berge hochfahren. Wenn keine Berge da sind, bin hier. Bisschen driften, da gab es auch so eine komische Herausforderung. Wisst ihr noch mit dem Moped, dass man nächsten Führerschein, die nächste Klasse dann freischalten kann? Wir müssen auch sowieso mit den Raidern erstmal Rang 5 oder so werden. Streit? Für Streit bin ich immer zu haben. So, komm hier. Kommt hier noch was Großes, oder wie? Ich orte starke seismische Aktivität. Ja, das will ich hoffen. Komm her, ja. Okay, durch die hohe Schussfrequenz machen wir vielleicht den etwas wenigeren Schaden wieder gut. Hoffe ich einfach mal. Ich hoffe mal, der andere ballert mal ein bisschen mit drauf, weil ansonsten stehen wir nächste Woche immer noch hier. Aber die Effekte sind schon echt böse. Oh oh. Out of Money. Out of Money. Willst du mich jetzt trollen? Wir haben für nichts mehr Munition? Ah, da war eine Kiste. Ich muss wieder Kiste. Aua. Krabbelkäfer, denn. Weg. Kusch. Sehe zu, das Land gewinnst. Ja, war ja klar. Das heißt, beide Gewehre teilen sich eine Munitionsart? Ist auch ein bisschen komisch, oder? Hello, Batch. Okay, für Subkarabiner haben wir nächsten Rang freigeschaltet. Weg hier! Guck mal, wie viel Damage dieses Mini-Gewehr macht. Ich glaube, die Waffe war eine Fehlinvestition. Ah. Schnell nachladen. Hau ab! Mensch, warum immer auf mich? Hier, Granätchen auf den freien Käfer.
Fall um. Der andere soll den Kill nicht kriegen. Also dann fressen. Okay. Hammer. 6 von 10. Fantastisch. Wow. Lass uns das nochmal machen. Nee, ich habe langsam keinen Nerven mehr auf diese Krabbelfiecher. Aber das Sturmgewehr, also da müssen wir echt mal gucken, dass wir wieder was Schöneres finden. Als hätte ich nicht gedacht, dass gekaufte Waffen so scheiße sind. Und ja, was willst du machen, ne? Ein paar Proben haben wir auch wieder, brauchen wir auch bloß noch zwei. Blick auf den Tacho sagt mir, wir machen an der Stelle mal einen... Ah ne, jawohl, komm, wir machen die Mission noch fertig. Die Mission machen wir noch fertig, das gehört sich so. Wenn wir Glück haben, gibt es auch wieder den nächsten Rang hier. Komm schon, los! Und jetzt schön Powerslide. Leute, da müsst ihr noch ein bisschen schrauben hier. Die Bremse geht bei der Karre ja überhaupt nicht. Da drüben steht ein Hauptmissionsheini drin. So, mit der Defiance Post werfen wir jetzt die Proben da rein. Gute Arbeit. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ja, finde ich auch. Ihr könnt echt glücklich sein, dass ihr mich habt. Oh, ein Schnelllader. Können wir vielleicht damit was anfangen? Mit unserer... Aber obwohl, wenn die Waffe sowieso scheiße ist, da brauchen wir sie da eigentlich gar nicht weiter datteln. Hatten wir nicht noch irgendwas anderes hier? Was Ego-Level, vollautomatische Scattergun. Das ist eine Kampfschrotflinte, die würde mir auch relativ wenig bringen. Ach man, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Vielleicht ist die ja zurück. Vielleicht ist die Waffe ja echt besser, wenn man hier noch ein bisschen was dran schraubt, aber Mods anbringen, schafft, haben wir nichts. Magazin, haben wir nichts. Ach komm, wir müssen auch ein bisschen shoppen gehen, das geht so nicht weiter, aber... Erstmal machen wir hier einen kleinen Cut. Der hat auch ein schönes Gewehr gefunden. Und ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Defiance Let's Play. Nur beim Tom. Ich kenne nämlich keinen anderen, der das Spiel spielt. Außer ich. Cool, ich habe Monopol. Daumen hoch für Monopol. Nee, Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom.